sobald angepfiffen wurde, ist wahrscheinlich das Adrenalin da. Jetzt geht's los. Leverkusen gegen Bremen am 11. Spieltag, die letzte Partie. Da krallt sich Sehan den Ball und jetzt Bremen in der Vorwärtsbewegung. 3 gegen 3. Was macht sie draus? Auf die Außen. Die Hereingabe und das ist das Tor! 10. Minute, 1:0 für Bremen. Und das war richtig stark gemacht. Das war richtig stark gemacht. Hier auf die Außen und dann einfach abgezogen, schön gesehen. Maja Sternhardt perfekt platziert ins Eck. Da konnte die Torhüterin. Also ein sehr gutes Stellungsspiel, sehr gutes Positionsspiel. Bichmann. Und dann schönes Tor, wunderschönes Tor von Nina Lürsen. Unfassbar, 2:0 Bremen. 2. Tor für Bremen. Wichmann, toll gesehen, wie Nina Lürsen da anläuft und dann schnell angenommen und direkt rein unter die Latte gezimmert. Klasse gemacht. Und da wurde sie auch ein bisschen zu sehr alleine gelassen. Da hat jetzt mal in der Kabine Zeit, sich zu sammeln, aber wir haben noch 3 Minuten in dieser Halbzeit. Boah! Aber auch das war wieder schön gemacht, Saskia Matthijs. Und dann frei zum Abschluss kam. Jetzt mal ein bisschen Ballbesitz. Turani mit einem langen Ball. Ulbrich ist aber größer als Afawi, aber die dreht sich gut. Nicht schlecht. Einfach mal probiert, wie sie den hier angenommen und direkt verwertet hat. Aber Afawi, die ist technisch einfach so gut und eine tolle Vorlage auf Siems und dann macht sie den nicht. Die 8. Ecke für Werder in diesem Spiel. Oh, klasse Reaktion. Das war nochmal die Ecke. Da gewuselt und dann Ulbrich an den Pfosten. Und dann ist es Chiara Hahn, die dann nochmal schönes Debüt von ihr auch. Viele, viele gute Momente gezeigt im Mittelfeld, im zentralen Mittelfeld. Und Diekmann ist gleich am Ball. Boah, die ist sofort wach und sofort da. Da wollte ich ihn schön mitnehmen. Hat auch geklappt. Und jetzt ist es vorbei. Und der SV Werder Bremen kann seinen ersten Saisonsieg feiern am 11. Spieltag. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.